Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe gerade schon mal ein bisschen rumgefragt, was war denn so das Thema der vorangegangenen Vorträge? Und ich habe natürlich wieder festgestellt, mindestens 3 Charts werden Sie schon gesehen haben. Ich habe auch festgestellt, dass in jedem Vortrag bisher einmal das Wort Sky aufgetaucht ist. Ich verspreche Ihnen, jetzt ist der erste völlig Sky-freie Vortrag, der jetzt folgen wird. Und ich habe auch schon gehört, dass eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, Frau Schneider hat mich ja so nett intoniert, das, was sie sagt, das höre ich mittlerweile, gucken Sie sich das mal an. Das höre ich mittlerweile jeden Tag. Das ist das, was mir inzwischen Kollegen aus München schicken, weil sie sagen, Herr Beckmann, gucken Sie sich das doch mal genau an. Werden Sie Programmdirektor? Erstens, das kann doch sowieso schon jeder. Und zweitens mal, wenn irgendein Job in Zukunft eigentlich überflüssig ist, dann doch eigentlich der. So, meine Aufgabe ist es jetzt in den nächsten Viertelstunden, sich davon zu überzeugen, das ist nicht richtig. Im Gegenteil, Programmdirektoren werden noch gebraucht. Das lineare Fernsehen ist gar nicht so schlecht manchmal wie sein Ruf, wenngleich wir an der einen oder anderen Stelle natürlich im Markt andere Verteilungen, andere Zuwächse und große Veränderungen haben, die bei uns im Fernsehen auch zu massiven Veränderungen in der Produktion, aber auch in der Distribution führen. Und ich würde Ihnen dann ein bisschen darüber erzählen, wie der NDR damit umgehen will. Fangen wir einmal an mit einem Beispiel, was Wasser auf Ihre Mühlen sein wird. Wir haben eine Sendung, heißt Extra 3, ist eine tolle Sendung. Jeden Mittwoch bitte gucken, 22.50 Uhr im NDR Fernsehen. Wenn Sie sich nichts merken von meinem Vortrag, dann wenigstens das. Und wenn es dann dazu führt, dass Sie es auch noch gucken, umso besser. Sie müssen auch gar nicht bis 22.50 Uhr warten, denn jetzt kommt der erste Trick. Die Sendung können Sie teilweise schon vorher sehen, denn im NDR gibt es eine Regel, online first. Wenn etwas fertig ist, stellen wir es in Teilen auch schon in die Sendung rein. Bei Extra 3 haben wir das beispielsweise gemacht. Sie sehen aber auch jetzt schon unser Problem, was wir mit Extra 3 haben. Eine tolle Sendung, 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer pro Abend im Schnitt. Aber gleichzeitig haben wir einen Akkumulationseffekt im Online, denn da gucken den Beitrag Olivia Jones bei der NPD fast 2 Millionen Menschen. Und für uns ist das insofern wichtig, auch eine strategische Frage, dass wir bei uns im linearen Fernsehen nicht nur das machen, was uns Reichweite im linearen Fernsehen verspricht, sondern wir werden immer wieder auch Programme machen, die etwas skurril sind, die etwas schräg sind, die etwas provokant sind, die wir dann im Netz streuen und von denen wir dann hoffen, wie so eine Angel, dass wir Zuschauer auch im Netz fangen, die dann möglicherweise mit unseren Marken dann in Berührung kommen, weil wir glauben, dort holen wir vor allem die jungen Zuschauer. Ein zweites Beispiel, was auch ein Problem darstellt, ist zum Beispiel die verbotene Liebe. 1,3 Millionen Zuschauer sehen das jeden Abend. Inzwischen ist es aber so, dass 300.000 Menschen pro Tag die Folgen dann auch im Online sehen. Nur die gehen natürlich bei uns nicht mit in die Messung ein. Und ich finde es spannend, dass man derzeit sehr intensiv darüber nachdenkt, ob diese Art der Messung überhaupt noch zeitgemäß ist. Denn eigentlich kann es uns doch egal sein, auf welcher Plattform wir erreichen die Menschen. Hauptsache, dass sie unsere Inhalte sehen. Und uns kann es doch eigentlich auch egal sein, ob es am Ende Online-Verbreitung ist, terrestrische Verbreitung ist, Satellitenverbreitung ist. Eigentlich müsste man es dazu rechnen. Das Blöde ist nur, dass unsere Währung im Fernsehen ausschließlich die der Quote ist, nämlich die der 1,3 Millionen Zuschauer jeden Abend. Die kann ich Ihnen jetzt echt ersparen, denn Sie haben die 3 wichtigsten Informationen schon bekommen. Ich fasse sie kurz zusammen. Online steigt, Fernsehen bleibt aber nach wie vor das Leitmedium. Noch nie wurde so viel geguckt wie derzeit in Deutschland mit 222 Minuten pro Tag. Ich weiß nicht, ob man das schon gesagt hat, weil das ist für mich auch ein wichtiger Faktor. Ich gehe eben nicht davon aus, dass man sagt, wir haben einen Verdrängungswettbewerb, sondern die Medienzeit und die Tageszeit wird ja nicht länger. Also ist es hochwahrscheinlich, dass die Mediennutzung zukünftig deutlich paralleler stattfindet. Also ein deutliches Votum für alle die, die sagen, wir werden uns mehr mit Second-Screen-Themen auseinandersetzen müssen, mit Dingen, wo wir etwas parallel zum Fernsehen machen. Das ist, ein Beispiel dafür, wo man das sehr, sehr gut sehen kann. Jetzt kommen Zahlen, die Sie noch nicht kennen. Jetzt gucken Sie bitte, pädagogisch ganz falsch von mir, nur auf die linke Seite. Ja, nicht rechts gucken, ich weiß, das klappt nie, aber jetzt bitte nur links gucken. Sie kriegen jetzt eine Animation über 17 Jahre Marktanteile im deutschen Fernsehen, weil das sowas sieht man selten. Ich habe Ihnen nämlich nur mal zusammengetragen den Marktanteil der Öffentlich-Rechtlichen, den der ProSiebenSat.1-Gruppe und der RTL Group. Sie wissen, dass wir da in einem sehr harten Konkurrenzumfeld sind und hier habe ich nur die werberelevante Zielgruppe uns angeguckt. Und das ist das Jahr,
in dem wir uns jetzt befinden. Das Jahr 1995, also vor 17 Jahren, da war die Welt noch in Ordnung. Da hat das öffentlich-rechtliche System 28,4% bei der werberelevanten Zielgruppe gehabt. Sie sind alle gebildete Leute, Sie haben alle die Presse gelesen, Sie wissen, dass online greift uns gerade in dieser Zielgruppe an. Die kommerziellen greifen uns extrem in dieser Zielgruppe an. Wir haben einen Generationenabriss im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Eigentlich guckt ja kein Junger mehr das Öffentlich-Rechtliche. So, und jetzt reise ich mit Ihnen 17 Jahre nach hinten. Was glauben Sie, was am Ende da stehen wird? 5%? 10%? Was ist Ihre Vermutung? Würde mich mal interessieren. Wird jetzt natürlich keiner sagen, aber 10 vielleicht? 10% Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen? Wollen wir mal gucken? 2005? 24,1% Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Wir haben insgesamt 4% Marktanteil verloren in 17 Jahren bei der werberelevanten Zielgruppe. Erstaunlich, passt das noch mit Ihrer Wahrnehmung zusammen? Ist es denn wirklich so? Wo ist denn dieser Generationenabriss? Wenn Sie sich das mal angucken, was die Pro7-Sat1-Gruppe dort hat, 28,6%, das sind 3% Unterschied. Und jetzt darf ich nochmal zurückspringen, nur wegen der Wahrnehmung, weil manchmal hat man ja so eine Wahrnehmung und manchmal hat man so eine Wahrnehmung. Reisen wir nochmal zurück, bitte nur auf die rechte Seite gucken. Das Jahr 1995. Die kommen von 33%. Die haben deutlich mehr in der werberelevanten Zielgruppe verloren als die Öffentlich-Rechtlichen in der Summe. Mir ist das deswegen wichtig, Ihnen nochmal zu sagen, weil das natürlich für uns eine große Herausforderung ist. Kein Mensch wünscht sich, dass man in der werberelevanten Zielgruppe nicht mehr so erfolgreich ist. Aber wenn man von Abriss der Generation spricht, der Verlust der Pro7-Sat1-Gruppe ist größer als der der Öffentlich-Rechtlichen. Und jetzt darf ich Sie nochmal um eines bitten. Gucken Sie sich jetzt mal die linke Seite an. Der Marktanteil der Öffentlich-Rechtlichen dort liegt derzeit bei 43,5% in der Gesamtzielgruppe. Das sind die meisten. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir im öffentlich-rechtlichen Fernsehen die Aufgabe haben, alle zu erreichen. Wir machen kein Zielgruppenfernsehen, sondern wir machen Fernsehen für alle. Das führt, wenn es gut gemacht ist, dazu, dass wir bei allen die Marktanteile erhöhen. Das führt, wenn die Kommerziellen ihren Job gut machen, dazu, dass sie, weil sie nur auf die werberelevante Zielgruppe gehen, natürlich dort ein Stückchen zulegen. Aber wenn Sie sich angucken, dass wir im Moment von der Pro7-Sat1-Gruppe 3% entfernt sind, da sage ich Ihnen, das ist etwas, was machbar ist, wenn man Strategien verändert und wenn man sagt, wir möchten jetzt in diese Zielgruppe gehen. Und wie wir in diese Zielgruppe gehen wollen und wie wir diese 4% ebenfalls noch aufhalten wollen und zu uns ziehen wollen, darüber würde ich gleich gerne mit Ihnen reden. Ich möchte nur mal eben ein Zwischenfazit, das muss ich jetzt schnell machen, weil das die Voraussetzung dafür ist, für das, was dann kommen wird. Wir haben Fernsehen als Leitmedium auf absehbare Zeit. Bei absehbarer Zeit würden wir wahrscheinlich miteinander streiten müssen. Ist das 5 Jahre, ist das 10 Jahre? Ich glaube, meinen Job könnte man noch länger machen als Fernsehdirektor. Online wächst rasant und vor allen Dingen in den jungen Zielgruppen, auch darüber brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken zu machen. Aber der eigentliche Gewinner, und wenn ich Ihnen das noch mal einmal zeigen darf, gucken Sie mal auf die hier, auf den Rest aus dem Jahr 1995, 8,9%. Und jetzt gucken Sie sich mal an, wo die jetzt am Ende schon sind, 14,6%. Die kleinen Sender, die sehr speziell auf die Bedürfnisse der Menschen zugehen, das sind die, die eigentlich im Moment die meisten Zuwächse haben. Und das spricht sehr für Ihre These oder für die These, die ich heute auch am Tag schon öfters gehört habe, dass es eigentlich auch darum geht, sehr gezielt kleinere Zielgruppen zu erreichen. Und da gibt es kaum einen besseren Verbreitungsweg als online. So, wie machen wir das und wie ist unsere Strategie, wie sieht der da genau aus? Also die erste Aufgabe, die wir haben, Marken auf allen Plattformen zu verlängern, das ist etwas, eine Aufgabe, die wir permanent haben. Das gilt nicht nur für die Tagesschau, das gilt auch für den Tatort, das gilt auch für die Sportschau. Das gilt im Prinzip für alle Marken, die einen öffentlich-rechtlichen Kern in sich tragen und die sozusagen unsere Botschaft auch in andere Welten hineintransportieren sollen. Wenn Sie sich mal angucken, was bei der Tagesschau passiert ist. Derzeit haben wir 5,5 Millionen Downloads der Tagesschau-App. Das ist eine relativ aktuelle Zahl, also das steigt weiter und weiter. Wir haben 100 Millionen Page-Impressions, 33 Millionen Visits pro Monat. Im April, das kann ich auch schon ankündigen, werden wir einen Relaunch machen, wo man deutlich mehr Videos in den Vordergrund stellen wird. Denn damit wollen wir auch sehr stark zum Ausdruck bringen, dass dieses Angebot ein Angebot von einer Rundfunkanstalt ist, von der ARD nämlich. Und das ist eins, was von Videos auch geprägt sein soll. Warum geben wir uns diese Mühe? Was ist das Ziel dahinter? Das ist im Prinzip das Ziel.
Die Tagesschau hat ein Zuschauerschnittalter von etwa 20 Jahren. Die gleichen Inhalte, die wir in der Tagesschau haben, bei tagesschau.de ein Schnitt von 40 Jahren. Die gleichen Inhalte dort in der Tagesschau 100 Sekunden in 37 Jahren. Und bei der App ist das Durchschnittsalter 36 Jahre. Das heißt, unsere Strategie ist so, dass wir versuchen, auf andere Plattformen zu kommen, weil wir wissen, da sind Jüngere, die das, was wir anzubieten haben, dann auch nutzen. Und genau das ist die Aufgabe, vor der wir stehen. Hole die Jüngeren ab, hole sie dort ab, wo sie sind, ob sie auf dem iPad sind, ob sie im Internet sind, ob sie mobil sind. Nachrichten immer, überall in Tagesschau-Qualität. Das ist, wenn Sie so wollen, unser Mission-Statement an der Stelle. So, das Zweite, was man machen muss, und das spricht so ein bisschen für die Situation, in der wir uns alle im Moment befinden. Wir wissen ja nicht wirklich, wohin die Reise geht. Oder, naja, ich sag so, wir ahnen, wohin die Reise geht, wir wissen aber nicht, wie schnell die Reise irgendwo hingeht. Und Sie wissen auch, wenn Sie ein Geschäftsführer einer Firma sind, Sie können zu früh investieren, Sie können aber auch zu spät investieren. Das Entscheidende wird das Timing sein. Also, ist man an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit? Um das rauszufinden, wird man, und das ist auch eine der Aufgaben, die wir uns gestellt haben, immer wieder Experimente wagen müssen. Dieses Experiment, was wir dort versucht haben, war der Versuch, möglichst viel Zuschauer einzubinden und zu gucken, wie kann man das perfekt machen. Wir haben dazu die größte Dokumentationsreihe in der Geschichte des Norddeutschen Rundfunks genommen und einen Tatklang, das ist die Idee gewesen, Norddeutschland porträtiert anhand der Menschen, die dort leben. Dazu haben wir zunächst aufgerufen, bewerben Sie sich. Es kamen 1.000 Bewerbungen bei uns an. Daraus wurden 120 Bewerbungen gefiltert und gefilmt. Und alles, was dort entschieden worden ist, ist immer gekommen von den Menschen draußen, von den Zuschauern im Norden, die uns gesagt haben, nehmt den, weil der ist etwas Besonderes. Wir möchten diesen Protagonisten begleiten, weil er steht für den Norden. Wir möchten da mehr drüber wissen. Und genau deswegen sollt ihr bitte den nehmen für die Dokumentation. Am Ende sind also 100 Menschen porträtiert worden, die wir einen ganzen Tag lang gezeigt haben. Und alles, was wir an diesem Tag gemacht haben, wurde auch in den Social Media sofort begleitet. Wurde auch nicht nur im Online gezeigt, nicht nur mobil gezeigt, sondern alles, was in den Netzwerken diskutiert wurde, wurde zeitgleich auch auf den Fernseher gebracht. Das heißt, Sie konnten bei uns im Videotext genau das lesen, was in Twitter passiert ist, was in Facebook passiert ist, was man uns geschickt hat. Und das waren wirklich grundpositive Rückmeldungen von den Menschen dort. Und das Ergebnis dieses Tages ist, und das hat uns selbst, muss ich sagen, auch ein Stückchen überrascht, dass wir bei der jungen Zielgruppe, den 30- bis 49-Jährigen, 8% Marktanteil erreicht haben. Die Zahl sagt Ihnen nicht viel. Aber wenn Sie wissen, das ist das Doppelte von dem, was wir normalerweise an einem solchen Tag haben, dann ahnen Sie, dass wir an der Stelle eines erreicht haben, mit gutem Content, den man, jetzt ist der Content doch wieder King, mit gutem Content, den man in den sozialen Netzwerken durchaus auch diskutiert, wo man Interaktion mit den Zuschauern betreibt, kann man am Ende die Leute gewinnen und auch junge Leute zu diesem gezielten Event zu uns locken. Und genau das ist an diesem Tag passiert. Hier ging es um Qualität, also die Frage, wie kann man das größtmöglich die Interaktion miteinander verknüpfen. Bei der nächsten Frage haben wir uns einem Experiment genähert, wo wir gesagt haben, eigentlich möchten wir mehr Reichweite. Wie kriegt man mehr Reichweite mit Content, den wir eigentlich haben? Das war die Idee bei der beim Olympischen Spielen in London 2012. Da wussten wir, dass wir im Prinzip ein Weltbild haben. Das kennen Sie bei den Übertragungen. Sie haben verschiedene Spielstätten. Und das, was wir im Hauptprogramm zeigen, ist im Prinzip, wenn Sie so wollen, ein Best-of. Also die spannendsten Ereignisse, die spannendsten Sportarten, die Höhepunkte, die Finals. Das sind die Dinge, die man dann normalerweise im linearen Programm zeigen kann. Was man nicht zeigen kann, das sind teilweise die Randsportarten, die vielleicht auch aus deutscher Sicht nicht ganz so entscheidend sind, die aber in Deutschland viele Fans haben. Dazu wird ein Weltbild produziert, was vorliegt. Das heißt also, diesen Content gab es, wir hatten auch die Rechte daran, wir haben ihn aber eigentlich nicht wirklich verwertet. Also haben wir gesagt, wir versuchen das, was man in Zukunft wahrscheinlich öfters versuchen wird, dass man eben dieses segmentiertes Gucken, dieses kleinere Zielgruppendenken so ausweitet, dass wir gesagt haben, wir nehmen alle Inhalte auf 7 zusätzlichen Live-Channels, wir machen das Ganze im HBBTV-Programm begleitend, also sowohl bei ARD als auch beim ZDF. Wir nutzten dort das Weltbild, das heißt also für uns entstanden da gar keine zusätzlichen Kosten, außer der Tatsache, dass wir es in Teilen sehr sparsam moderiert haben. Wir haben damit Leute erreicht, die wir sonst nicht hätten erreichen können, weil es ein Special-Interest-Angebot war. Und das Ergebnis,
haben Sie da unten gesehen. In Peking hatten wir 13,5 Millionen Page Impressions. Wenn Sie London dazu nehmen, haben Sie 137 Millionen. Das heißt, eine Verzehnfachung, das wäre noch nett. Aber was wirklich genial ist, dass wir 32 Millionen Zugriffe auf die Livestreams hatten, sowohl mobil als auch über HBBTV und über alle anderen Ausspielwege. Meint, wenn man für kleinere Zielgruppen Angebote zusammenstellen kann, wenn man Rechte möglichst günstig auch nutzen kann, weil man sie möglicherweise sowieso schon hat, dann entsteht dort ein Stückchen Markt, der vorher nicht da war. Das ist etwas, was für uns wichtig ist, um eben gerade auch Vielfalt, gerade auch die Rechte, die wir haben, in vollumfänglich auszunutzen. Das vierte Thema für uns, auch ein ganz wichtiges, ist neben den Experimenten, die man im Moment machen muss, ist Allianzen schmieden. Also wenn Sie sich meinen Job zum Beispiel vor 10 Jahren vorgestellt haben, da haben wir darüber geredet mit Astra, ob wir einen Satelliten mieten. Damit war im Prinzip schon der Verbreitungsweg geklärt. Haben wir vielleicht noch mit Kabelnetzbetreibern darüber geredet, dass wir eingespeist werden. Das war's. Wenn wir heute darüber reden, wo unsere Inhalte verbreitet werden, reden wir mit ganz anderen Leuten. Da reden wir mit Ströer, da reden wir mit Panasonic, mit Fernsehherstellern. Da reden wir mit dem Handelsblatt, da reden wir mit Zattoo oder eben mit der Cinemax-Gruppe, um eben zu versuchen, unsere Inhalte auf alle möglichen Plattformen zu bringen, weil wir wissen, dass wir immer segmentiertere Marktflächen haben und wir irgendwie zusehen müssen, dass wir einen Teil unserer Informationen und einen Teil unserer öffentlich-rechtlichen Qualität genau auf diese Plattformen bringen. Warum? Weil wir dort andere Leute erreichen als die, die uns im linearen Fernsehen erreichen. Es sind, wenn Sie so wollen, immer Angeln, die wir ausschmeißen, in der Hoffnung, dass unsere Marken so stark sind, dass sie uns auch attraktiv machen für lineare Fernsehen. Ein weiterer Punkt, Reichweitenmarketing, da geht es praktisch um, wenn Sie so wollen, eine Allianz, um mehr Reichweite zu erzielen. Es gibt aber auch andere Allianzen, die wir inzwischen eingehen. Beispielsweise der Datenjournalismus am Beispiel der Veröffentlichung von Offshore-Leaks, kann ich Ihnen das sagen. Es gibt im NDR einen Raum, da darf auch der Fernsehdirektor die letzten 8 Monate nicht rein. Da durften nur 5 Leute rein, die mit Unterschrift unterschrieben haben, weil dort eine Festplatte lag, die 2,6 Gigabyte hatte, mit Daten, die wir ausgewertet haben zum Offshore-Leak-Verfahren. Das Ganze ist gekommen aus einem internationalen Journalistenkonsortium und es war eine weltweite Recherche in 50 Ländern. Das ist ein typischer Fall dafür, dass Sie heute bestimmte Arten des Journalismus, bestimmte Arten der Recherche gar nicht mehr alleine durchführen können. Und das heißt für uns natürlich ein hohes Invest. Das heißt auch für uns, wir wissen am Ende nicht genau, was dabei rauskommt. Es ist aber für mich ein ganz klares Zeichen von öffentlich-rechtlicher Programmqualität, dass wir so etwas unterstützen müssen, so etwas möglich machen müssen. Und so etwas geht gerade auch in der digitalen und auch in der neuen Welt, weil alleine kann man das nicht mehr machen. Denn am Ende geht es darum, dass man das in 36 Ländern zeitgleich veröffentlicht. Und wir wussten teilweise gar nicht, was in anderen Ländern rausgekommen ist. Und dass es einen so großen Aufschlag gegeben hat, war am Ende etwas, von dem man sagen kann, das haben wir gehofft. Aber das konnten wir nicht sicher sagen, weil nicht wir die Recherchen in anderen Ländern gemacht haben, sondern wir haben uns aufgeteilt. Auch das ist eine neue Art von Information, eine neue Art von Inhalteherstellung, die es früher in anderen Zeiten ohne die Digitalisierung nicht gegeben hätte. Das, was die meisten vergessen, ich glaube auch nicht, dass das heute hier schon Thema war, die größte Umwälzung für mich derzeit ist, dass sich die Fernsehsender oder überhaupt die Rundfunkanstalten umstellen müssen, was die Fernsehproduktion betrifft, was die Inhalteproduktion betrifft. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, dass wir eine Reihe von Sendungen, Tatortreiniger, Extra 3, viele andere auch, inzwischen schon früher ins Online stellen, bevor wir es senden. Früher undenkbar, weil man immer gedacht hat, wenn wir es doch vorher senden, dann wird es doch dazu führen, dass hinterher weniger Leute gucken. Wir haben aber festgestellt, das Gegenteil ist der Fall. Die Leute, die das im Online gucken, sind andere als die, die es sonst abends in der Sendung gucken. Insofern addieren wir Zuschauer, machen sozusagen Lust auf unsere Sendung und schmeißen wieder eine Angel in irgendeine Plattform aus, in der Hoffnung, Menschen zu uns zu ziehen. Was aber wir brauchen, um das zu tun, ist, dass unsere gesamte Produktionslogistik vernetzt werden muss. Und da sind wir derzeit im Norddeutschen Rundfunk dabei. Das heißt, alle Daten von den Onlinern über die Hörfunker bis hin zu den Fernsehkolleginnen und Kollegen müssen im Prinzip, wenn Sie so wollen, auf einen Server für alle lesbar. Und wir brauchen im Moment Workflows, Strukturen, Teamorganisationen, die es überhaupt ermöglichen, dass jeder weiß, was der andere hat, damit man es rechtzeitig, gleichzeitig nutzen kann und schneller ist
und besser ist und einen größeren Output hat. Vernetzung ist dafür für uns das Zauberwort. Vernetzung ist dafür für uns, wenn Sie so wollen, die Aufgabe der nächsten Jahre. Und das ist eine schwere Aufgabe. Es wird dazu führen, dass Leute zunehmend auch im Norddeutschen Rundfunk als VJ unterwegs sind. Das heißt also mit Kameras, die klein sind, die leicht sind. Es wird dazu führen, dass Leute mit Laptops schneiden, schon vorschneiden. Dass wir nicht mehr die großen Schnittplätze haben. Dass Leute teilweise vom Dreh kommend schon ihren Beitrag fertig machen können, ohne dass wir einen Satka haben oder sonst irgendwas. Sondern indem wir einfach einen Laptop, ein handelsübliches Gerät nutzen können, um unsere Beiträge zu schneiden, um noch schneller, um noch besser und auch um noch breiter zu werden. Und wir haben sogar noch einige technologische Entwicklungen in petto, von denen ich Ihnen jetzt zum Abschluss, weil ich sollte nur eine Viertelstunde berichten, ganz kurz, Herr Seiter, wenn Sie mir das mal geben würden, wir haben Ihnen nämlich noch den kleinsten Ü-Wagen der Welt mitgebracht. Sie werden begeistert sein. Warten Sie mal auf. Die Tagesschau-App kennen Sie. Und die Tagesschau-App hat für ganz wenige Reporter im NDR hat die Sonnenbutton. Ich habe so eine Tagesschau-App mit so einem Button hier drauf. Und dann passiert Folgendes, wenn Sie so einen Button haben. Wenn wir das einmal umschalten können, das sehen Sie. Mit diesem Button kann ich einen wunderbaren Aufsager machen, dass ich mich auf einer Veranstaltung bewege und jetzt unbedingt noch einmal für Sie in die Kamera sagen muss, ich werde nicht einmal das Wort Sky erwähnen in diesem Vortrag. Aber ich werde Sie bitten, jetzt zum Abschluss, weil Sie nämlich gesendet werden könnten theoretisch, weil alles das, was wir hier sehen, geht direkt auf unseren Produktionsserver, könnten wir so machen. Und wenn wir wollten, könnten wir, wenn wir es wollten, Sie direkt senden. Deswegen bitte ich Sie ganz recht herzlich zum Abschluss mit dem Dank für Ihre Aufmerksamkeit um einen kräftigen Applaus. Sie kommen jetzt ins Fernsehen. Vielen Dank.